Ja, moin Leute und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem Far Cry 6 Stream. Ja, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich hier mal einen Stream zumache. Einfach weil ein bisschen die Begeisterung gefehlt hat zum einen und zum anderen, weil das Spiel eintönig wurde und ich auch recht wenig Zeit hatte. Also für die Zukunft von diesem Streaming-Projekt, Videoprojekt auf YouTube, ich habe vor, Ja, wieder jetzt so beschäftigt. Nebensachen, wie zum Beispiel hier so Nebenstories oder diese komischen Farm-Missionen etc., alles offscreen zu machen und mich bei den Streams jetzt hauptsächlich nur noch auf die Story zu konzentrieren, weil ich das Gefühl habe, dass wir sonst nie fertig wären mit dem Spiel. Deswegen direkt auf Story gehen. Schickt er dich, damit du mir hilfst? Ich weiß nicht mal mehr, wo ich beim letzten Mal war. Ich weiß nur, dass ich hier Du in hast ein dieses Problem sein, Hombre, du da hast. Dorf hier gekommen bin und dann hier alles ausgebessert habe. Ich will mal auch kurz überprüfen, ob mein Sound richtig stimmt. Mit dem Sound ist alles Ich in hoffe, du Ordnung. kannst auch Okay. kämpfen. Ist auf jeden Fall jetzt mein erster Stream im Jahr 2022. Ich hätte mir vieles anders auswählen können, aber ich dachte mir, komm, wir müssen mal Far Cry weitermachen. Deswegen habe ich Far Cry genommen. Ich wollte eigentlich sogar gestern schon streamen, aber ging nicht, weil mein Internet da rumgespackt hat wie sonst was. Ja, Maskottchenkopf. Darf ich ein Maskottchen sein? Mein Job. Darüber und alles wegballern. Muss Bembe finden. Okay, das wird sich einrichten lassen. Ich brauche ein Auto. Okay, und hier komme ich mit dem Panzer beschissen Ja, durch. ich muss Paolo helfen, seine Schulden bei einem Schmuggler namens Ben B. zu begleichen. Tu, was nötig ist, Danny. Wenn Paolo dieses Lager in so kurzer Zeit bauen konnte, stell dir vor, was er für Libertad tun könnte. Verstanden, Kleiner. Hi, bye. Ihr wollt Stress? Ihr da hinten? Ich habe panzerbrechende Munition. Und einen tollwütigen Hund. Ich war mal besser. So. Ich habe einen Aim-Saft gefunden. Im Ernst, den Panzer, den brauche ich hier nicht. Der behindert mich hier ehrlich gesagt nur, weil der viel zu dick ist für die Straßen. Hi! Hallo? Ich hab dir einen in den Kopf geballert. Lass meinen Hund in Ruhe. Baby ist in der Kirche. Ich frage mich, ob er um Vergebung bittet. Also ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Auf Zeit ist das Spiel langweilig, zumindest alleine. Ich wollte das Spiel von Anfang an zusammenspielen, aber keiner wollte. Und deswegen versuche ich jetzt einfach nur noch die Story durchzupushen. Und je nachdem, wie ich Laune habe, spiele ich das Spiel dann auch noch offscreen. Beziehungsweise offscreen. Hi. Hi. So. Schön, dass wir es geklärt haben. So, dann kann ich mich ja jetzt auch wieder aufs Spiel konzentrieren, ne? Natürlich versuche ich weiterhin Kisten auf dem Weg, die mir über den Weg kommen, mitzunehmen. Aber auch nur, wenn sie mir auch über den Weg kommen. So, bist du der Typ, den ich suche? Bist du bei B? Ich erkenne einen Sender, wenn ich ihn sehe. Willst du mich nicht mal begrüßen, du Arschloch?
Wenn du mich verarschen willst, Danny, verkaufe ich deine Organe an die Yankees. Und ich weiß, dass Paolo Schulden verschwinden, wenn ich dich erschieße. Nein. Du hast Regeln. Du tötest, aber du bist kein Mörder. Mierda. Du hast mich erwischt. Und was macht das aus dir? Ich töte Guerrieros. Ich töte auch Soldaten. Alles nur geschäftlich. Man kann einfach so tun, als wäre man neutral. Mein Vater war ein Guerriero, 67. Nach der Revolution schlüpfte er in eine schicke Militäruniform. 30 Jahre später kommt es zu seiner Überraschung zu einer neuen Revolution mit neuen Guerrieros. Okay. Zum Dank kriegt er eine Kugel in den Kopf. Er wurde in seiner schicken Uniform verscharrt. Bist du bereit für deine Uniform, Rojas? Das könnte ich dich auch fragen. Wieso das? Eben warst du noch im Priestergewand. Ich mag dich, Danny Rojas. Machen wir Geschäfte. So. Dann haben wir beide... Scheiß Ben, ey. Doch nicht wir beide. Ich dachte, ich nehme den jetzt mit. So, ich hol mal eben kurz die Kiste, die hier oben drauf ist. Wo sind die? Im Hotel. Meine Partner heißen Dimitri und Vassili. Sie sind Russen und Zwillinge. Ich mache es dir einfacher und schicke ein Foto. Zu gütig. Angeblich ist Güte die niedrigste Form der Manipulation. Das ist ein einfacher Job, Rojas. Besorg mir meinen Schlüssel und Paolo wird dir dankbar sein. Ich will nicht Paolos Dankbarkeit, sondern seine Schulden begleichen. Das wollen wir alle, Rojas. Vor allem ich. Gut. Ich besorge dir den Schlüssel. So. Aber dann sind du und Paolo quitt. Verstanden? Ich liebe dich, Rojas. Bis dann. So, und wo ist die andere Kiste, die ich hier auf der Karte sehe? Da. Die soll ich suchen. Okay. Lässt sich einrichten. Ich habe diesen wunderschönen Wagen gefunden. Mit zwei Hunden daneben. Das lässt sich doch super einrichten. Ich bin ja auch der beste Fahrer, den es in dieser Welt gibt. Ich habe bisher nie einen Unfall gebaut oder ein Auto hier zu Schrott gefahren. Definitiv nicht. Ich habe auch noch nie einen Zaun zerstört oder bin über Blumen gefahren. Alles, was ich sage, passiert. Warum bloß? Hier ist noch eine Kiste. Kann ich auch direkt mitnehmen. Außer die ist jetzt hier auf dem Dach. Die ist da oben. Wenn ich drankomme, nehme ich sie mit, ansonsten nein. Ich komme dran. Ja, mit dir. Nur Werkstoff? Na komm, reisen wir mit Stil. Das ist das richtige Fahrzeug. Ja, das ist eindeutig das richtige Fahrzeug. Worauf schießen die? Auf irgendein Tier. Einfach durch. Wie machte ich nochmal die doofe Musik aus? So. Ich fahre mal die Bäume dann über den Haufen. Weil ich habe hier eine verdammte Abrissbirne offenbar. Wer dachte, das hier wäre ein ganz normaler Traktor, der irrt sich.
Ich dachte kurz, ich hätte mich durch das Schild geworfen. Du willst? Hier drüben. Gib mir Informationen. Gracias, Guerrero. Du findest die Vorräte hier. Gracias, gracias. Okay, danke. Jetzt darfst du sterben. Danke für deine Infos. Mit dem Ruderboot rüber? Nee. Wir haben hier doch auch was Gutes, oder? Ja, mein Gyrokopter. Den nehme ich doch immer gern. Wenn ich hier starte, schießen die mich ab. Bei den Songs habe ich beispielsweise auch schon genug. Das war nicht so geplant, aber hat geklappt. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass eventuell Soldaten vorm Hotel stehen. Eventuell. Eventuell, das sagt er mir jetzt. Dir zu helfen. Du hilfst den Leuten nicht, Ben B., du benutzt sie. Das nehme ich mal als ein Dankeschön. Ja, mach das. Okay, ich mache hier, glaube ich, was grundlegend falsch, weil ich muss nämlich eigentlich ins Gebäude. Du versteckst dich nicht. Tschüss. Das Ziel ist da drüben. Ich sehe einen Russen. Aber ist das Dimitri oder Vasili? Och, ist doch egal, welcher das ist. Erstmal sich selbst in die Luft jagen, das ist angesagt. Tschüss. Wieder zurück an Absender mit dir. Ja, guck dir das von oben an. Wird der Nächste sich das von oben angucken? Will sich noch einer das von oben angucken? Jetzt schlagt schon mit der Scheißmachete zu. Danke. Jesus, was? Die werden weg. Ich hoffe, das waren alle. So nimmt man eine Basis ein. Jetzt nehme ich aber erstmal die Kisten, die hier sein sollen, mit. Kiste Nummer 1. Industrielle Platinen. Die hätte ich mir auch anders besorgen können. So, und irgendwo hier weiter oben soll die nächste Kiste sein mit irgendeinem Skin oder irgendwas anderem für mich. Und zwar da. Eine Sprühdose. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Sprühdosen mache, aber ich hab welche. Bist du der, den ich suche? Was willst du? Bist du Dimitri oder Vasili? Dimitri. Und wer zum Teufel bist du? Ben B. schickt mich. Wo ist der Schlüssel? Darum geht es also. Ben B. hat uns echt am Arsch. Erst schickt er die Armee und dann schickt er dich. Ich arbeite nicht für Ben B. Ich will nur den Schlüssel. Okay. Mein Bruder hat den Schlüssel. Und wo ist dein Bruder? Die Soldaten haben ihn ertränkt wie einen Hund. Aber er hat nicht um sein Leben gewinselt. Vasili ist als echter Mann in diesem Pool. Du wirkst betrunken. Gracias. Tut mir leid mit deinem Bruder. Ich hau aus Jara ab. Das solltest du auch, bevor BMB dir in den Rücken fällt. Idioter Cousin. Ich hätte nie in dieses gottverlassene Land kommen sollen. Okay.
Dieser Pool sieht sehr rein aus. Danke. Bembe, du beschissener Hijo de puta. Ah, du hast also meinen Schlüssel. Si, ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rojas, der Schlüssel öffnet einen Safe im Hotel Villa Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was okay. Ist für dich, Paulus Freiheit. Und wo muss ich hin? In den Arsch der Welt. So, jetzt soll ich hier in irgendein Hotel, ne? Sind die auch wieder Soldaten? Hallo, wenn ihr ein Soldat ist, bitte melden. Ansonsten fliege ich einfach in den Schrein. Ich hab gesagt, meldet euch! Raus! Ey, du, hab Spaß! Ach, Spaß mit denen da! Mit denen, nicht mit mir! Hat die Katze Spaß? Ich sehe nur, dass die gerade im Gift verreckt. Seht ihr noch mehr? Ich habe ja schon mal Tiere auf die Gegner gehetzt. Warum bist du denn gestorben? Zack, weg ist er. Oh, hi. Hi. Ich sagte, bye. Wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Ist es nicht der Pilot, der rausgeflogen ist? Hallo? Böse Katze. Jetzt aber. Ja, ich glaube, der ist sogar auf seinen Kollegen gefallen. Ich soll hier eigentlich im Hotel was suchen und nicht mich mit allen rumkloppen, was hier rumrollen. Oh, bin ich ja instant-fündig geworden. Oder? Nee, ich soll... Nee, das war's nicht, was ich suchen sollte. Was soll ich nochmal suchen? Ein Tresor. Tschüss. Wo ist denn hier ein Tresor? Hi! Treff ich? Nö. Aller guten Dinge sind drei. Ich hab noch eine Axt. Komm her. Ich weiß, dass du hier bist. Danke. Ins Bein. Ein Soldat muss ich noch umbringen. Sofern ich das richtig sehe. Hä? Ist der hier unten? Hallo? Gerade sagt doch, hier wäre einer. Hallo, wo bist du? Versteck dich doch nicht. Ach, da bist du. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir Schwimmflüge besorgen? Du wirkst sehr friedlich. Nee, die sind nicht weg. Sehr interessanter Anblick. Wir streuen doch bestimmt noch ein paar Soldaten rum. Ah ja, egal. Ich soll ja so einen komischen Tresor finden. Und jetzt soll er auf einmal doch da drüben sein. Ich war doch gerade da. Also wirklich. So. Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du bist das Buch aus dem Safe. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist Bembe, das Hotel du gefällst mir. Hier das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und den Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir.
Wir sind hier du fertig. Bist aber ein kranker Kopf. Zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge. Wie viel Schulden hat ich der Typ? Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Kann ich nicht einfach schießen? Na komm, was muss ich jetzt machen? Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Du wirst ihnen dabei helfen. Nicht so Flüchtlinge aus Jahr herausbringen. Legt es ab. Okay. Ich muss einmal komplett hier rüber. Okay, markieren, Absprung irgendwo in der Nähe, fertig. Als ob ich den ganzen Weg laufe. Also, ich weiß, dass das ein paar YouTuber tatsächlich auch gemacht haben. Was willst du, Beecher? Nichts. Obwohl, nein, es ist besser als nichts. Was hier gefragt wurde. Treff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Ciao. Da an dem Turm ist doch sicherlich eine Kiste drin. Paolo, ich hab gerade mit unserem gemeinsamen Freund, Ben B., geredet. Was hat er diese Schlange? Sag ich doch. Er meinte, wenn ich zum letzten Mal die Gletscher verfügen mache, ist deine Schuld beglichen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich würde es wieder tun, um mich und Tali aus Yara rauszuschaffen. Danny, ich weiß, welches Risiko du für mich eingehst. Das werde ich nicht vergessen. Danke mir erst, wenn ich lebend zurückkomme. Okay. MB, warum gibt's überall, wo du mich hinschickst, Ärger? Maßungen sind Zeitverschwendung und Zeit ist... Hi! Nimm die Sache selbst in die Hand, Rojas. Und zwar schnell. Raphael ist da irgendwo. Du hast nicht lange gelebt. Ich kletter mal hier hoch, dann kann ich wenigstens wegsnipen. Oh, und das hattest du offenbar auch vor. Ich wollte nur, dass er stehen bleibt. Ach, machen wir es uns doch einfach. Oh, da waren Zivilisten. Ups. Da war ein Geländer. Ups. Warum höre ich schon wieder eine Katze? Ciao. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch schon wieder so einen Heli. Du allererst. Mach ich den da weg. Danke. Bitte nicht auf die Jungs knallen. Danke. So, die werden auch weg. Könntet ihr mal meinen Hund in Ruhe lassen? Danke. So, einer weg. Und noch einer weg. Sie haben meinen Hund niedergeschossen. Jetzt beginnt der Krieg. Ich glaube, ich habe den Krieg sogar schon zu Ende geführt. Ich befreie euch gleich. Bitte, helft mir. Warte, ich habe Wichtigeres kurz zu tun. Jetzt kann ich euch retten. Muchas gracias. Schade um die anderen. Hey, da sind noch mehr Geiseln, die du befreien musst. Okay, 3 von 6 befreit. Bitte, Hilfe! Oh Gott! Bitte. Hilfe! Gracias. Hat Ben B. dich geschickt? Ja. Sie. Bist du Raphael? Ich habe Papiere für dich. Sie liegen im Truck in der Nähe.
Bembes Kunden stehen drauf. Beeil dich besser. Und was machst du? Ich gehe zurück in mein Atelier. Ich muss noch mehr Kunst erschaffen. Ich habe übrigens das Gefühl, dass mein Avatar abgekackt ist. Nee, doch nicht. Aber ich schieb den mal ein bisschen, dass er ein bisschen besser steht. Entschuldigung, wenn ihr jetzt das Spiel nicht hören konntet. Weil sobald ich raus habe, ist das Spiel stumm. Genau, Spiel mit meinem Hund. Oh, die drei, die ich umgebracht habe aus Versehen, die sollte ich eigentlich auch retten. Ups. Jetzt muss ich einen Gefangenentransporter finden. Toll. Wisst ihr, wie lange das dauern kann, bis ich einen gefunden habe? Es kann entweder ein paar Minuten dauern oder fast eine Stunde. Du hast Informationen. Gib her. Jetzt gib die Informationen. Willst du mir jetzt Informationen geben oder nicht? Ah, jetzt wieder. Hast du gehört, dass die Danzerhöhle überschwemmt wurde? Eine verdammte Tragödie, das war echt gut da. Du solltest mal schauen, ob du da noch was Nützliches findest. Danke dir. Da vorne kriege ich ein Auto. Das sagt mir nur, wo ich wieder so ein Rennen finde. Das interessiert mich doch alles nicht. Ich brauche so einen doofen Gefangenenwagen. Ja, ich bin's. Ich habe den Rest deiner sogenannten Kunden befreit. Gut gemacht, Rojas. Gibt es etwas, das du nicht kannst? Schön. Ich kann nicht mit dir befreundet sein. Schade. Und ich dachte schon, wir hätten eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Nein. Tschüss. Ich liebe dieses Ding. Und da soll ich ihn jetzt treffen. Super. Erstmal ein Absprung. Als ob ich den ganzen Weg laufe, Leute. Das könnte knicken. So. Jetzt muss ich wieder ein Stück rennen. Oder ich mach's mir einfach. Hey! Ich brauch mal euer Auto! Einfach alle drei Messern! Und das nur, weil ich deren Auto haben will. Das hier ist ein Notfall. Meine Frau kriegt ein Kind. Ich brauchte diesen Wagen. Bin da. Mal gucken, ob ich den Wagen hier noch rauskriege. Ich krieg ihn raus. Ich habe ihn rausbekommen. Und haben ihn auf den Stein gekriegt. Perfekt. Geht es allen gut da hinten? Jetzt muss ich die Zivilisten wegbringen, ne? Vamos. Bis wohin muss ich denn fahren? Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Das Ware?
Ich habe einen Laster voller Menschen hier. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Die sind doch kein Geld. Weg damit. Wie fahre ich denn am besten? Erstmal am besten geradeaus und dann einfach die Straße entlang. Die Ware darf nicht beschädigt werden. Mir geht's gut und dir? Also mir geht's super, Joker. Mir wurden heute merkwürdige Fragen gestellt, aber ansonsten geht's mir super. Tick-Tack, Danny. Das Boot? Ja, die Ware ist doch abgeliefert. Jetzt beruhig dich, Bembe. Papiere. Ja, hab ich vergessen. Es ist so heiß heute. Mein Hirn schmilzt. Raus. Los. Die ist gesichert. Pfeife. Eindringling! Hi! Jetzt hast du fein gemacht. Hast ihn super abgelenkt. Gut. Ich mach erstmal das da kaputt. Warte. Bevor ich zum Truck zurückgehe. Ich habe was Interessantes auf der Karte gesehen. Also ihr seht die Karte nicht, weil mein Avatar genau darüber hängt. Aber man sieht dann, dass da was ist. So, dann fahre ich die jetzt mal da durch. Mein Hund kratzt an meiner Tür. Mein neuester Hit. Nein, mein Hund kratzt gerade echt an meiner Tür, weil er rein will. Wisst ihr was, wenn jetzt eine Sequenz kommt? Lass ich eben kurz meinen Hund rein. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... die nicht? Geschäftsausgaben. Was soll denn das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir? Glaub, mein Hund ist erkältet, der niest die ganze Zeit. Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Hab ich gerade Menschenhandel gemacht? Ich war gerade ja kurz weg, deswegen weiß ich's nicht. Einen Moment, bevor die reden. Ich habe das Gefühl, der Bildschirm ist nicht ganz richtig angepasst. So, ich habe es jetzt nochmal überarbeitet. Paolo, gute Neuigkeiten. Es war ein bisschen verzogen, habe ich gerade gesehen. Gracias, Danny. Aber das bleibt unter uns. Talia hasst alles, wofür Bembe steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Jetzt ist der Bildschirm noch merkwürdiger. Ich sehe, kaum willst du ein Problem beheben, machst du ein neues. Am Bildschirm anpassen. Ich weiß nicht, was mit dem Bild jetzt kaputt ist. Ich habe es mal wieder ein bisschen zurückgedreht. Muss ich ein anderes Mal überarbeiten. Irgendwas ist doch lieber Tag kaputt. Okay, was ist da los? Das wird dann übrigens jetzt die letzte Mission des heutigen Abends.
Erstmal, Juans Waffen kann mir keiner leisten. Wie immer. Und wenn, dann brauche ich meinen richtigen Helikopter, sonst können wir den Einsatz gleich vergessen. Ich hätte so gern nur hier jemand, mit dem ich das spielen kann, ne? Allein ist das echt. Einfach nur langweilig. Mann, hier bin ich. Sicher gelandet. Wurde auch Zeit, du musst ein paar Übergaben für mich machen. Du lieferst das Vivero, ich hol die Gewinne ab. Für wen ist das? Schon mal probiert? Ich war neugierig und nehme sie jetzt dauernd. Jetzt piss ich nieder, auch eine? Nein, wer bezahlt uns für das Vivero, Juan? Bevor wir Castillo umlegen, fragen wir nach mehr Geschmacksrichtungen. Es sind die Yankees. Schlimmer, die CIA. Die scheiß CIA steckt mit Libertad unter einer Decke? Was hält Clara davon? Wenn sie es wüsste, hoffentlich sowas wie Danke, Juan, gut, dass ich Waffen habe, um damit Castillo umzubringen. Und so weiter und so fort. Freiheit kostet Geld. Clara fragt nicht und ich sage nichts. Das ist ein Privatclub. Nur du, ich und Leuchttürme voll mit Antons Bonbons. Clara muss für die Leute blitzsauber bleiben. Du beschützt sie. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der auf Clara aufpasst. Vergiss nicht. Nach der Revolution. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man noch einmal lila Piss hat. Nur für den Fall. So ist es recht, Danny. Wo ist mein Heli hin? Oh. Nee, da sehe ich nicht ein. Will ich wenigstens mein Gyro haben. Ich soll da 5000 Meter fliegen. Oder kann ich mich auch porten? Ich könnte mich auch porten. Hätte aber wenig Sinn. Außer beim letzten. Weil wenn ich von dem zu dem fliege, das ist eine recht kurze Strecke. Aber beim letzten porte ich mich auf jeden Fall hin. Nein! Die Musik direkt wieder aus. Und jetzt wieder eine halbe Stunde erstmal fliegen. Seht ihr, das ist der Teil, den ich mit langweilig meine. Du sitzt dann hier nur in dem Gyrocopter oder irgendeinem Heli und hältst eine Taste gedrückt. Selbst wenn ich ja sage, wirst du sie mir trotzdem erzählen. Okay. Über 50 Millionen, Danny. Das ist toll, Juan. Ich brachte sie sogar dazu, ein paar Kilos von ihrem Zeug draufzulegen. Ich habe die auf dem Schwarzmarkt verkauft. Aber die Knete an den Tischen in Monte Carlo verloren. Inwiefern hilft mir das im Moment? Ach, ich bin manchmal einsam. Suerte. Ich würde mal sagen, du bist auf Grund gelaufen. Ich habe jetzt extra wegen der Sequenz die Klappe gehalten. Noch 900 Meter zum ersten, dann nochmal 1000 zum zweiten. Und dann ein schneller Port zum letzten. Ein Paket habe ich gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Hier ist Platz 1. Hallo? Das ist mein Kunde, den du da misshandelst. Ich warne dich.
Gracias. Gern. Achso, nee, das war einfach nur Rekruten. Ich dachte, das wäre mein Kunde. Paket. Hinlegen. Das da mitnehmen. Das da auch. Und wieder den Gyrocopter. Vor allen Dingen, den restlichen Weg zu den Orten schneide ich jetzt für YouTube raus. Ich habe noch um die 10 Parts von den Streams auf dem PC. Und die muss ich alle noch bearbeiten und hochladen. Das ist anstrengend. Auch deswegen will ich dieses Projekt relativ schnell versuchen, jetzt fertig zu kriegen. Weil es wirklich anstrengend ist, so lange Parts zu schneiden. In Eternal Cylinder hat mich beispielsweise deswegen auseinandergenommen. Weil das waren beispielsweise 2, 3 bis und einmal sogar 4 Stunden Stream. Lass mich raten. Du hast den Deal eingefädelt, was für dich abgezwackt und das bei einer richtig blöden Wette verloren, an die du dich nicht erinnerst. Naja, stimmt. Ich glaube, das bedeutet, wir sind jetzt eine Familie. Das war ein interessantes Gespräch. So, den brauche ich nicht mehr. Metall wird immer mitgenommen, das ist ja eine Regel. So, von wo aus komme ich nach rein? Bienvenido. Hä? Ich habe einen General umgeniedet. Ich wurde gefangen genommen. Das wird tatsächlich. Das wird tatsächlich. Ich hoffte auf Clara. Und bekam dich. Dachtest du, ich merke nicht, denn lieber Tatman Vivero an die Yankees verkauft. Du bist tot. Ein Moment, ich will nur meinen Avatar aus dem Bild holen. In diese Zelle verfrachtet. Ich kam in die Zelle daneben. Mit 13. Wie du, mi hijo. Wir redeten jede Nacht miteinander durch diese Lüftung. Ich liebte es. Seine Stimme lehrte mich, stark zu sein. Ein Mann zu sein. Und dann kam die Guerilla. Jeden Tag eine neue Anklage. Tag für Tag ließ ihn die Guerilla dafür bezahlen. Aber wir redeten trotzdem noch. Und zwar jede Nacht. Bis sie ihm die Zunge rausrissen, weil er Yara belogen hatte. Stopp! Papa, hört auf damit! Was bedeutet er dir denn? Überspringen wir ein paar Schritte, Raoul. Viva Libertad. 18, weggucken. Der Angriff. Im Hotel Paraíso. Dani war dort. Du... hast gesagt, du hättest dich im Tunnel versteckt. Dani hätte mich töten können. Oder ein Libertad übergeben. Wir haben keine Zeit für Lügen. Ich laufe nicht mehr weg. Ich habe zugehört. Ich habe gelernt. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ich werde El Presidente sein. Lass Dani gehen. Ich bin kein Monster, Diego. Wir geben ihm eine Chance.
muss ich mich wahrscheinlich freikämpfen. Einen Moment. Ich mache nur meinen Avatar eben schnell wieder an. Ich dachte, ich mache den für diese Filmsequenz, die wichtig ist, mal aus. Ich habe eine Machete noch. Ich habe alles noch. Warum haben sie mir nichts abgenommen, die Idioten? Ach, wegen dem Scheißfeuer konnte ich gerade nicht klettern. Jetzt kletter, du Fisch! Du doof zum Klettern! Scheiße, Diego. Das ist nicht richtig. Danke. Danke, dass du mich gerettet hast, Kleiner, sage ich nur. Jetzt sind wir quitt. Ich glaube, ich renne gerade im Kreis. Ich renne im Kreis. Da hat's Bumm gemacht. Ich brenne nicht mehr. Das ist das Wichtigste. Ich sag nur Danke, Herr, lieber Gesangsverein. Nur wegen dem einen Spacken wäre ich gerade fast gestorben. Wegen Juan. Juan, wir sind am Arsch. Castillo wusste Bescheid. Er und sein General wollten mich umbringen. Bin froh, dass du noch lebst. Ich muss dich das fragen. Hast du geredet, Danny? Kein verficktes Wort. Einmal in der Guerilla, immer in der Guerilla. Der Kleine, Diego, der hat mir das Leben gerettet. Was? Er hat Antons General erschossen. Den alten Hund? Verdammt, das ist sehr gut. Wir spielen jetzt 4D-Schach im Weltraum, Danny. Scheiß auf dein 4D-Schach, Juan. Mir wurden gerade die Backenzähne rausgerissen. Im Kongo ist mir damals dasselbe passiert. Nur, dass ich das selbst gewesen bin. Komm einfach vorne, wie ein Hase. Ach und Juan, lass uns Clara da raushalten. Wir wurden erwischt. Mehr muss sie nicht wissen. Clara hat genug Scheiße. Warum habe ich Wildschweinfleisch bekommen? Du hast in Stücke gerissen. Gracias. Keine Fragen. Der Stream geht jetzt schon eine Weile. Ich finde, ich habe für einen Abend gut was geschafft. Ich komme halt echt gut voran, wenn ich mich nur auf die Story konzentriere. Viel mehr als in den vorherigen Streams. Ich werde es auch so weiterhalten. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, auf YouTube ein Abo, Twitch ein Follow. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.